hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Es ist ein so tolles Stadion mit so viel Flair, der perfekte Rahmen für jeden Kick hier. Ja, und das Spiel hier, das unter ist in der Luft. Das war klar. Gut gemacht. Das war gut, aber eben nicht gut genug. Ab nach vorn und hoffen. Das hat gut geklappt. Flach nach ab in Richtung Tor. Der Ball platscht ans Aluminium. Und nochmal bringt er ihn rein. Thiago. Da war er voll auf der Höhe. Ronaldinho. Ronaldinho! So knapp. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Alexander Arnold. Ronaldinho, Messi. Ronaldinho, ein sehr kluger Pass. Ecke. Ziemlich variabel das Ganze. Viel Bewegung in vorderster Reihe. Die zentralen Offensivleute bewegen sich raus auf die Flanken. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, so ganz gefällt dir das nicht. Ich war noch nie ein großer Fan dieser Strategie, Stürmer nach draußen zu ziehen, die eigentlich in die Mitte gehören. Die fehlen dann als Anspielstation. Und dieses Vakuum, da wo die Tore eigentlich erzielt werden, kann dem Angriff spielen. Er zieht durch. Tor für den FC Bayern München. Der FC Bayern München geht hier in Führung. Absolut beeindruckend. Adriano. In Ballbesitz und wenn der die Kugel hat, dann herrscht Alarmstufe Rot. Dann macht er mit dem Ball und mit dem Gegner, was er will. So wie hier. Und er macht das Tor. 1:0, die Führung. Der Typ hat es einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Bale. Bale. Spielt den Ball lang. Javi Martinez. Mit der Grätsche. Stark reingegangen. Und alles mit fairer Mitte. Der Ball geht zum Torhüter. De Ligt spielt ihn raus. Ronaldinho. Schwacher Pass. Adriano! Was für ein geiles Ding! Ein absoluter Geniestreich! Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Er ist und bleibt ein Frechdachs. Niemand sonst hätte hier so ein Tor erzielen können. Der Torwart kann nur noch staunen. Freistoß. Gut gehalten. Bale. Serge Gnabry. Und Abschluss.
geht über die rechte Seite. Kimmich. So jagt man heute den Ball. Hier ist Ronaldinho. Bale. Schieben Sie einen Riegel davor. Ab auf die linke Seite. Ein sauberer Ball. Adrian, und Sie setzen noch eins drauf. Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Der ist so gedankenschnell, der hat so ein Näschen. Klasse. Ein Blick auf seine Trefferquote reicht, um zu wissen, wenn dieser Mann die Chance bekommt, dann knipst er. Der Hattrick ist perfekt. Er macht sein drittes Tor am heutigen Tage, warum auch immer sie findet. Das ist eine Qualität. Auf innen Raum, auch unter Bedrängnis, kommt er trotzdem zum Torschuss. Einfach mal lang davor. Alexander Arnold. Wijnaldum. Freistoß FC Bayern. Das muss eine gelbe Karte geben. PSG schon mit zweimal gelb. Er faustet ihn raus. Nimmt den Ball Volley. Zu schwach dieser Schuss. Okay, ein Abschluss war alles. Damit sind die ersten 45 Minuten vorbei. Bayern München in bestechender Form. Eigentlich ist das Spiel entschieden. Sie dürfen jetzt nur nicht nachlässig werden. Drei Treffer trennen also beide Mannschaften. Das wird eine Herkulesaufgabe, das aufzuholen. Der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Alexander Arnold. Und das war's schon wieder. Und durch die Mitte. Die Chance war da, nur letztlich. Das wird gefährlich. Das hätte der vierte Treffer sein müssen. Ja, das war das Gebot der Sekunde. Man kann es nicht mehr aus der Distanz probieren. Ein Superpass. Stellungsspiel. Gut geklärt. Und das war's schon wieder. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Messi ab auf die Flanke. Schlauer Pass. Und der Torhüter ist zur Stelle. PSG lässt seine schnellen Spieler vorne stehen. Also für mich sieht das aus, dass sie auf Konter setzen. Definitiv setzen sie auf Konter. Sie sparen etwas Kraft für diese Gegenangriffe. Aber sie stehen natürlich defensiv deutlich wackeliger. Goretzka. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Rashford.
Pfiff, wahrscheinlich abseits. An der Seitenlinie ist Betrieb und alles muss bei den Offiziellen seine Richtigkeit haben. Dybala soll hier zweifellos etwas mehr Tempo ins Spiel bringen. So einen Mann, der in der Offensive immer das 1 gegen 1 sucht, kannst du immer gebrauchen. Also für meinen Geschmack landen viel zu viele Pässe beim Gegner. Sie müssen da ein wenig mehr Genauigkeit ins Spiel bekommen. Serge Gnabry. Bayern München ist direkt wieder im Ballbesitz. Da haben ein paar Zentimeter gefehlt. Einfach mal rausgedonnert. Den holen sie sich zurück. Gut aufgepasst. Ronaldinho spielt den Ball nach rechts. Hier ist Ronaldinho. Goretzka gewinnt den Ball für sein Team zurück. Rashford in einer für ihn ganz undankbaren Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Daraus was zu machen, das ist schwierig, vor allem wenn die Verteidiger so gut. Philipp Coutinho. Er wehrt den Ball ab, aber er hält ihn nicht fest und der eigene Mann kann das Ganze reparieren. Sie haben sich diese Chance wunderschön herausgearbeitet und sie haben sie großartig liegen lassen. Ronaldinho wird den Ball reinbringen. Ronaldinho spielt den kurzen Ball. Und der Pass auf ihn. Jetzt der Abschluss. Weißt du nicht, ob er so richtig zufrieden damit sein wird? Sie liegen zurück und sie versuchen jetzt aus der Distanz zum Erfolg zu kommen. Vielleicht ist das ja das richtige Rezept. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Kimmich im Vollsprint auf der linken Flanke. Philipp Coutinho. Alexander Arnold. Das ist William.
Tore. Hernandez. Philipp Coutinho. Mit Augenmaß. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Was für ein Fehler! Und der Fans. Ja, er hat ihn erwischt und dementsprechend gibt es Freistoß. Das ist Philipp Coutinho. Ja, warum? Super Tat von Courtois. Klasse Parade. Ein Torwartfehler ist dazu da, ausgebügelt zu werden. Er hat's getan. Tolisso. Freistoß, FC Bayern. Kurz mal das Ding nach vorn geklopft. Philipp Coutinho. Coutinho bringt das. Der ist drin. Einfach und erfolgreich. Völlig frei im gegnerischen 16-Meter-Raum. Und wenn man ihm diese Gelegenheit gibt, dann nutzt er sie auch. So wie in dieser Situation. Inzwischen ist es eine 3-Tore-Führung. Alexander Arnold. Hat die Kugel und er hat Platz. Er versucht es mit dem langen Pass, aber der muss präziser kommen. Ab auf die Außen. Der Ball, er springt drauf. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Perfekte Kopfballtechnik. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Lehrbuch. Er bringt sich in Position. Ende der Schlusspfiff ertönt. Es war ein toller Sieg heute. Damit dürfte auch der sonst so anspruchsvolle Trainer einverstanden sein. Wie siehst du die Partie, Hansi? Ob auswärts oder zu Hause, diese Mannschaft ist so selbstbewusst. Die gewinnt halt, wo sie will. Bevor wir gleich nach Hause gehen...